Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Bed Wars Serie. Und zwar, fangen wir jetzt direkt mal an mit dem ganzen Kram. Ich muss mich da jetzt erstmal mal gleich auch nochmal kurz wieder reingucken. Ich wollte dann normalerweise was an dem Enum und sowas noch ändern. Und erstmal wollte ich noch mich bedanken für 1000 Abonnenten. Das finde ich richtig geil. Und wir fangen jetzt hier direkt mal an. Sorry dafür, dass die Folge ein bisschen später kommt. Ich habe es nicht vorher geschafft, noch was aufzunehmen und. Deswegen fangen wir direkt mal an. So, hier habe ich unseren Enum drin und irgendwo hatte ich das mit den Namen gemacht. Hier. Und mit den Farben. Genau, dann arbeiten wir mal mit dem Enum. Den werden wir dann nämlich jetzt einmal ein bisschen bearbeiten. So, nach unten setzen und den hier auch. Nämlich, ich will in dem Enum folgende Sachen mit reinpacken. Erstmal den Namen von dem Team. Den nenne ich Rot. Dann will ich den Prefix da drin haben und dann allgemein einfach nochmal den Teamname. Team Rot. So. Das gleiche muss ich halt auch bei Blau machen. Blau, das habe ich 9 müsste die Farbe sein. Und dann Team Blau. Wenn ich mich recht dran erinnere, das war jetzt schon ein bisschen länger her, als der letzte Part war, da wurde untergeschrieben, wieso ich das hier nicht so mache. Und da ist mir auch eingefallen, wieso eigentlich nicht. Deswegen füge ich das jetzt da gerade mal hinzu. Team Grün. Und sorry, schon mal auch nochmal nebenbei, wenn ich ein bisschen verpeilt rüberkomme. Es ist einfach viel zu warm. Erst recht hier in meinem Zimmer. Das ist einfach nicht auszuhalten, ganz einfach. Das ist wirklich Horror. E ist gelb und dann E Team Gelb. Und das gleiche machen wir bei Spectator auch nochmal eben. Spectator, die mache ich in der Farbe 8, in den Dunkelgrau. Und Team Spectator werde ich einfach nur 8. Ich muss auch 8 machen. Team Spectator. Genau. Dann haben wir den Kram. Nun sagt er uns natürlich den Fehler. Ja, er findet, weiß nicht, wofür er das verwenden soll, bla bla bla. Wir werden uns erstmal den Konstruktor generieren und wir brauchen noch einen Private Name. Private Name, was mache ich denn hier? Da fehlt der String Name. Private String Color und Private String Team Name. So. Den müssen wir jetzt alles hier mit reinsetzen, aber dann mache ich den nochmal weg und lasse ihn neu generieren. Und da haben wir den Kram hier und können hier noch eben, brauchen wir auch noch die Getter. Get Name will ich haben, Get Color will ich haben und Get Team Name habe ich das genannt. Get Team Name, da habe ich den. Steuerung Shift F, um das zu formatieren. Und das Ganze hier oben einmal auf Final setzen. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Als nächstes gucken wir mal in den Team Manager. Und zwar Team, wo mache ich das? Ja genau, kann ich hier auch einfach Zuschauer einsetzen. So. Get Team Name brauchen wir nicht mehr. Haben wir da in der Klasse. Den Prefix haben wir auch oben. Dann Get Prefix haben wir hier. Den Custom Name, also Get Prefix ist Teams gut. Also kann ich einfach Team heißt da oben. Punkt Get Color. Ja, Get Color brauche ich. Und hier unten Get Team Name. Du bist nun in Team bla bla bla. Also muss ich jetzt mir das Team nehmen, was da oben übergeben wird. Und den Namen vom Team nehmen. So, haben wir das hier gefixt. Warum sagte mir das als Dependency? Okay, dann müssen wir gleich nochmal kurz gucken. Hier können wir das Ganze auch nochmal weitaus schöner machen. Dann können wir das alles einfach nur, wenn wir was ändern wollen, in der Enum-Klasse ändern. Also mache ich jetzt hier
Teams.red.getColor. Dann haben wir nämlich den Prefix davon. Genauso mache ich es mit Team.blue.getColor und Teams.green.getColor und Teams.yellow.getColor. Was ich auch nochmal so nebenbei sagen kann, ich habe mir gerade noch mein neues Audio-Interface bestellt, dass der Sound nochmal besser wird, weil meins ist das Rode Procast, was ich verwende, und da habe ich öfter jetzt mal nachgelesen, es funktioniert besser mit Audio-Interfacen als mit einem Mischpult. Welchen Grund das jetzt war, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Aber ja, gut, dann können wir direkt mal weitermachen. Jetzt Scoreboard Team. Team, Return Blue. Team Manager, Team. Okay. Da kriegen wir die Liste zurück. Da werde ich nämlich auch nochmal was machen, sehe ich gerade. Nämlich, ich arbeite weitaus lieber jetzt mit Cases. Also, ach, mit Case, wie fange ich denn an? Mit einem Switch ist das. Seitdem der letzte Part war, finde ich auch eigentlich schade, dass ich zu viel Zeit da wieder, oder keine Zeit dafür hatte und den ganzen Kram. Da ist das schöner mit einem Switch zu arbeiten, Switch Case, als wenn man mit If und Else arbeitet. Das, kann man schlecht erklären, aber ist bei weitem schöner. Hier übergeben wir ihm halt das Team, was wir hier oben haben. Und mit dem Case können wir jetzt abfragen, was für ein Team das ist. Das ist, wenn es jetzt Red ist, dann geben wir ihm Return die List Plugin.red. So. Das gleiche kopiere ich mir nochmal einmal, setze es ein paar Mal hier unter, nämlich das brauchen wir nochmal für Blue, für Green, für Yellow und für den Spectator. Und da übergebe ich die Spectator-Liste, die Liste der gelben Spieler, der grünen Spieler und der blauen Spieler. So, dann kann ich das Ganze hier nämlich wegmachen und zur Not soll er einfach die Spectator-Liste return. Und ja, das gleiche werde ich jetzt mal. Den Spectator brauche ich gar nicht drin, das sehe ich gerade. Werde ich mir hier rausklauen und den hier unten nämlich auch einsetzen, damit es einfach weitaus schöner ist. Team, da will ich ja nur das Scoreboard-Team zurückgeben. So, die heißen so. Und dann haben wir den Kram auch fertig. Steuerung Shift F nochmal, um zu formatieren. Und dann haben wir den Kram auch. Ich füge noch was in den Dings hinzu. Und zwar den Scoreboard-Namen. Das ist Red, werde ich den nennen. Genauso wie hier Blue. Und Green. Also hier kann man so viel reinschreiben, wie man will. In dem Enum. Also so weitere Strings, Integer, Listen kann man auch hintersetzen, aber das mache ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht. Spectator. So. Brauchen wir noch eben einen Private Final String, und zwar Scoreboard Name. Und erstellen wir noch eben ein Get davon. Get Scoreboard Name. Und müssen das noch einmal hier im Konstruktor übergeben. Das ist ein String, den. Warum macht er das mir jetzt? Das wieder wegmachen. So. Und zwar brauche ich den Scoreboard Name, den ich hier übergebe. Und dann mit this.scoreboard Team ist gleich Scoreboard Team. So. Haben wir den Kram auch gemacht und können nämlich dann hier auch noch ein paar weitaus schöner mitarbeiten, indem wir einfach teams.red.get Scoreboard Name. So. Das gleiche werde ich in den anderen auch mal einmal hinzufügen. Das muss ersetzt werden. Das muss ersetzt werden. Das muss ersetzt werden. Das muss ersetzt werden. Genauso wie das. 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 Und das. Und das. Nur noch die ganzen Teams eben austauschen. Da muss Spectator, da muss Yellow hin.
Green, Blue, genauso wie hier Spectator, Yellow, Green, und Blue. So, dann haben wir den auch schon mal fertig. Als nächstes wollte ich mich hier mal kurz reingucken. Warum hat er das als Dependency drinne? Offline Player. Okay, da haben die das schon wieder in der 1.8.7 drin rumgespielt. Warum auch immer die das als Dependency eingetragen haben. Warum sollte man keine Spieler mehr hinzufügen in ein Scoreboard? Schon ein bisschen komisch, aber ja gut. Lassen wir da mal so stehen, dann haben wir dies. Als nächstes, so gut, wir sind schon bei 10 Minuten. Was können wir als nächstes mal machen? Genau, wir gehen einmal in den Lobby-Scheduler. Und zwar werden hier nochmal ein bisschen drüber hergehen. Das kann ich außerdem zum Final machen. So. Und ja, das hier kann man nämlich auch weitaus besser lösen mit einem Switch. Also mit einem Switch Case. Da brauchen wir die Zeit, also ein Integer von. Und da können wir hier mit dem Case einfach arbeiten. Case 240. Und das Schöne ist, ich muss jetzt nicht für jede einzelne Zahl einen eigenen alles einzeln schreiben. Und zwar kann ich einfach hier ganz viele hintereinander machen. Jetzt hier in dem Fall so 150, da werde ich jetzt gerade von einem Moderator voll gespammt. Von uns 120, 90, 60, dann 30, genauso wie für 15, für 10, für weit, für 5. 4, 3, 2 und 1 mache ich einzeln, wie ich hier auch gerade sehe. Da hatten wir auch noch einen Fehler. Ich glaube, da wurde ich auch drauf angesprochen. Und zwar wird das hier die ganze Zeit ausgeführt. Also, das wird die ganze Zeit abgefragt, auch wenn mehr als, also bei jeder Sekunde hier. Und das müssen wir halt noch einmal bearbeiten. 4, 3, 2 und 1 machen wir hier unten. Und zwar werden wir hier jetzt mal alles reinpacken, hier in dieser Spalte, was bei den ganzen Cases, also bei diesen ganzen Zeiten passieren soll. Und da soll erstmal einmal hier dieser Broadcast geschehen. Da können wir auch das hier vorne wegnehmen. Da soll die Zeit hin und einfach noch Sekunden. Weil ja, auf eine Sekunde kommt er ja bis hierhin nicht, es kommt er erst danach. Also können wir hier weitermachen. Als nächstes soll das hier geschehen. Soll an alle Spieler eine Note gespielt werden und ein Titel gesendet werden. Hier können wir genauso das wegnehmen. Also hier frage ich ja ab, wenn die Zeit gleich 1 ist, dann soll das gespielt werden, sonst die Note E. Gut, dann kann ich das hier einmal wegmachen. Wird eh gespielt und haben wir das auch. Dann brauchen wir noch was. Ne, brauchen wir nicht. Oder ne, den Rest kommt bei Case 1 hin. Und zwar klaue ich mir jetzt in dem Fall den ganzen Kram einmal. Schmeiße ich mir hier rein, formatiere ich mal kurz. Und zwar kann ich das hier theoretisch jetzt alles so lassen. Aber ich entferne das lieber nochmal einmal. Und zwar muss hier noch einmal Leertaste Sekunde vor, kann den Kram hier entfernen, genauso wie ich den Kram hier entfernen kann. Das soll doch weg. So, muss ich noch was haben? Nein. Hier wird jetzt abgefragt, ob die Anzahl von den Online-Spielern unter 4 ist. Dann soll der Countdown abgebrochen werden, beziehungsweise so gesehen neu gestartet werden. Also wird die Zeit wieder hochgesetzt. Weiß nicht, im Break muss ich mir den hier setzen? Ja, muss ich setzen. Den setze ich hier dann auch nochmal unter Break. So,
Sonst mache ich noch einen Case bei 0 Sekunden. Ein Break. So. Wo dann das hier geschieht. To do. Genau das werde ich mir jetzt hier reinpacken, formatieren und dann haben wir das hier. Ich würde mal sagen, da wir müssen jetzt ja bei 15 Minuten angekommen sein, dass wir das jetzt für heute so lassen und nächste Woche weitermachen, weil nächste Woche habe ich auch wieder mehr Zeit für den Part, also den Part vorher aufzunehmen, damit ihr den heute noch bekommt und dann würde ich mal sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde das Ganze jetzt auf Git wieder packen. Kann ich auch noch eben mal eben ganz schnell machen. Git.shortbyte. So. Wenn er jetzt mal lädt. Bedwars habe ich hier schon mal. Ah, ich muss noch einen SSH-Key hinzufügen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt dann noch eben machen, sobald ihr. Sobald der Part online ist, funktioniert der alte Link wieder, der in der Beschreibung steht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!